Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herr Judas Stimme? Ja, hier ist Computerstimme. Und wer sind Sie? Ja, ich heiße Ole Larsen. Es geht um Ihre Interesse an Bitcoin, Onlinehandel an der Börse. Weil unter unserer Werbung, Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Ja, Und richtig. meine Aufgabe, Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren und an der Börse Geld zu verdienen, okay? Ach so, ja. Was soll ich tun? Und wie viel Geld kann man bei Sie verdienen? Sagen Sie mir. Okay, normalerweise mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Das kommt Möchten Sie darauf an, starten? was Sie mir anbieten können. Okay, im Durchschnitt unsere Kunden verdoppeln das für einen Monat Startkapital. In Mit einem Monat? Mindestbetrag, ja, Mazel Tov, Sie das hört können, sich sehr gut an. ja, okay. Und haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Ich bin Anfänger. Ah, okay, gut. Wir haben so Hälfte von unseren Kunden auch Anfänger. Ah. Also, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe keine Ja. Angst. Ich bin kasachischer Das. Brunnenkämpfer, ich fürchte mich vor gar nichts. Ja, okay. Es ist ein bisschen. Es ist gut eigentlich. Und es ist automatisierte, vollautomatische Handel. Okay? Was bedeutet das? Sie werden Ihren Kontostand kontrollieren, nur Sie brauchen nichts zu machen. Sie brauchen 10, 15 Minuten pro Tag. Okay? Aber dann kann ich doch kein Geld verdienen. Und ja, Sie werden verdienen. Dieser moderne Algorithmus, unser System, ja, das wird Geld für Sie verdienen, ja? Für die Meerschweinchen auch, Also. ja? Ja, und wie möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Haben Sie eine Kreditkarte? Nein, ich möchte das dann eine Überweisung für Sie machen. Ah, okay. Das werde ich Bankdatenverbindung schicken, ja? Und unter dieser Nummer haben Sie WhatsApp oder per E-Mail? Nein, ich benutze kein WhatsApp. Das ist gefährlich für Maschinen. Okay. Aber Wir Sie sind brauchen nicht ihn. ein. okay. Also soll ich unsere Bankdatenverbindung dann per E-Mail schicken? Ja, Sie können mir schicken. Welches E-Mail Sie haben? Ja, ich habe Ihre E-Mail-Adresse lautet taube88, ja? Ja, taol.com. gut, Sie können schicken und wann können wir dann anfangen? Wie lange dauert? Ich weiß es Warum nicht. nicht? Nach dem, wie lange dauert? 5 Minuten. In 5 Minuten werde ich schon schicken, abschicken. Nein, ich meine, ich gleich Ihnen sofort überweist machen. Und wann können wir dann anfangen? Ui weh. Jetzt, ja. Jetzt gleich? Das ist sehr gut. Gleich, ja. Und wir Okay. können Geld Und verdoppeln in einem Monat. ja, genau. Das ist sehr gut. Richtig. Und sagen Sie mir bitte, wird es Ihr Nebeneinkommen sein oder Haupteinkommen? Arbeiten Sie? Ja, ich arbeite. Ah, okay, dann als Nebeneinkommen werden wir es nutzen, ja? Okay, Sie gut. meinen das Und Profiten? Das wird Nebeneinkommen werden. Das ist richtig. ja. Ja, und wenn es kein Geheimnis ist, was machen Sie beruflich? Ich bin Uhrmacher. Ich mache Uhren. Ah, Uhren? Ah, Uhren, okay. ja. Ja. Herstellung, Reparatur, Wartung. Alles, wenn Sie Oh, ein schöner brauchen. Beruf. Ah, Und dann wär's. Ja, was wollten ein Sie schöner sagen? Beruf. Es braucht eine bestimmte Aufbildung, ja? Ja, Ausbildung. ich bin Uhrmacher. Haben Sie es von Ihrem Vater Ja, ich bekommen? habe von meinem Vater genommen, die Betriebe, die Kunden, die Frau, Ah. alles genommen. Ah, okay.
Ja, ist Sehr sehr schön, ja. gut. So ist es wie ein Familiengeschäft, ja. Und Sie Ja. sind ein Selbstständiger, ja. Natürlich ist meine Firma. Jetzt nächstes Jahr mein Sohn lernt Beruf Uhrmacher. Und dann auch er Oh, wird sehr ein schön. Uhrmachermeister. Okay, sehr schön. Shalom. Wirklich? Das ist sehr gut. Ja. Möge er viel Glück und Frieden dabei erfahren. Ja, natürlich. Ja. Und von uns bekommen Sie volle Unterstützung. Nach dem Geldüberweisung, wenn bekommen wir Ihr Geld, auch bekommen Sie auch einen Finanzberater, ja, ein Ah, Fachmann oder Broker, ja. der Er wird Ihnen hilft. zeigen, ja, er hilft, ja, wie man öffnet Positionen an der Börse mit diesem automatisierten Handel. Ja. So. So, wie Es war ist jetzt? Ich habe jetzt bei E-Mail reingeguckt. Wie ist Ihr Name nochmal? ja, Ole Larsen ist mein Name. Ja, ich habe von Sie eine E-Mail bekommen. Aber da steht. Ja. Da Ja, steht, aber jetzt es habe ich schon wieder früher. weggedrückt. Ja, ich schicke jetzt, ja. Ich schicke jetzt. Da steht, ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber wir sprechen doch. Ja. Ja, aber es war eine Minute zuvor mein Anruf, weil ich habe versucht, Ach dreimal so. anzurufen. Okay. Und jetzt schicke ich diese Bankdatenverbindung. Okay, Das ist einen gut. kurzen Moment. Und dann können wir zusammen Geschäfte machen. Ja, natürlich. Das ist gut. Und wohnen Sie schon lange in Deutschland? Ich wohne schon 30 Jahre bei Deutschland. Okay. Finden Sie Deutschland so als ein sicheres Land und für alle? Ah, im Moment ist ein bisschen gefährlich geworden, aber Land ist schön. Wir leben bei einem kleinen Dorf. Hier sind nur nette Menschen. Nette Menschen, okay. Ja, ich finde es auch, ja. Es ist nicht wie zuvor, ja. Ja, Vor ist. 50 Jahren Naja, zum oder Glück ist 70 es Jahren. nicht mehr wie vor 70 Jahren. Das wäre ja schrecklich. Ja. Ich kenne gut diese deutsche Geschichte und was habe ich gesehen? Es war schrecklich einfach. Was haben Sie Entsetzlich auch. gesehen? Können Sie mir zeigen? Na, während dieses Zweiten Weltkrieg. Ach so, ja, das war ein Katastrophe, aber das die alle Menschen wissen. Nur nicht die dummen Ja. Menschen. Aber die sind ja auch dumm. Darum der Name. Ja. Oder nicht? Und Sie heißen Gomp, ja? Ja, Gomb. Okay. Ja. Wer ist das Mann, was schreit bei Hintergrund? Das ist mein Kollege, er hat andere Kunden. Wir Also, sind er ein spielt. großes Unternehmen, Ach so. wie überall. Ich habe zuvor mit Kunden aus Australien, Neuseeland gearbeitet. Es ist nur meine zweite Woche mit gleichem Unternehmen mit deutscher Sprache, weil eine Frau ist schwanger, ja. Ah, ist sie schwanger Und geworden? Da war bestimmt, ich habe gehört, beim Kopierraum ist da, wo die Magie passiert, hat mein Freund Kai-Uwe mir erzählt. Ist auch bei Sie, bei Kopierraum, da wo die Action abgeht? Sie sind lustig. Ja, wir auch. Sie Ich habe gerne meinen Spaß, weißt du? Eine Uhr kann nicht mit mir reden, aber ich kann mit Menschen reden. Ja. Weißt du, der Beruf von eines Uhrmacher ist ein sehr einsamer Beruf. Du sitzt bei deiner Werkstatt. Einsame. Azubi Genau. bringt Uhr, sagt, guck mal, die ist kaputt, kannst du reparieren? Dann sag ich, ja, ich bin der Meister, du bist der Azubi, das heißt, ich kann reparieren. Und er dann beleidigt. Ist ein schöner Tag, heute ist ein schöner Tag, überall sind nur gute Menschen. Ja, okay, ich habe schon abgeschickt. Überprüfen Sie Ihre, aktualisieren Sie diese Seite. Ja, wie Sehen mache Sie ich die? das denn? Du wolltest mir sagen, wie ich das mache, Ja, Kollege. schauen Sie mal, dieser Mann, was war, Welcher Mann? ja,
Dieser Mann, Maximus, er ist Leiter von unserer Finanzabteilung. Maximus, ja. wie der römische Kaiser. Ja, sehen Sie diese Bankdatenverbindung? Ach unsere so. Ne, ich muss gerade nochmal gucken. Online-Banking. Ja, Online-Banking haben Sie, ja? Was habe ich bitte? Und Online-Banking. Online-Banking, ja, benutze ich. Das können wir machen. Ja. Okay. Und wir warten darauf, dass Ihre Geld eintrifft, ja? Damit wir es zusammen mit unserem Bonus auf Ihre Handelskonto gut schreiben können. Welcher Bonus? Als neuer Kunde bekommen Sie einen Bonus von 30 US-Dollar, USD. Oh, ich habe aber gar keine Dollar. Ja, aber es wird automatisch auf Ihre Handelskonto gerechnet, ja? Mhm. Und auf Ihrem Handelskonto finden Sie 280 US-Dollar. Also wir machen diese kleine Vorschlag. Wir bitten einen Bonus für neue Kunden. Ja. Wir müssen voraus für meine Deutsch Entschuldigung, weil zweite Woche ich bin in Deutschland gewesen 25 Jahre zuvor. Und ja? Zweite Woche muss ich wieder lernen. Ja, Deutsch. Aus welchem Land bist du, mein Freund? Aus Norwegen. Aus Norwegen? Ah, das ist Jenny. Ich bin mit meines Schwiebschwager bin ich bei Nimwegen gewesen. Da, wo ist NATO-Quartier? Kennst du? In Oslo? Nein, Nimwegen. Nimwegen. Ah, Nimwegen? Ja, nein, Nimwegen ist es Niederland. Nein, wirklich? Ja, ich komme aus Stavanger, Rogaland. Dann habe ich eine Verwechslung gemacht. Ja, natürlich. Es ist Holland, Nimwegen. Ja, in Holland kann man auch schöne Sachen kaufen, wenn du verstehst, was ich meine. Du verstehst doch, Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker? Ja, natürlich. Du bist. Nein, ich meine nicht Frauen, ich meine Pflanzen. Ah, Pflanzen, okay. Ja. Ja, Holland ist bekannt für Pflanzen, Frauen, auch Diamanten, Belgium, Holland. Diamanten? Ja. Haben die Blutdiamanten? Das ist ja schrecklich. Aber schauen Sie mal, Belgium und Holland ist sehr reich. Ja, das sind reiche Länder. Die haben das beste Kalium in der ganzen Welt nach Kasachstan. Ja. Hab ich gehört. Okay. Aber sag mir, du wolltest jetzt 250 Euro haben, aber du hast gesagt, du kannst Investment verdoppeln, dann möchte ich viel mehr Geld nehmen, aber dann möchte ich gute Bonus bekommen. Kannst du geben? Ja. Und ja, 30 US-Dollar, ja. Na, das ist nicht. Was ist, wenn ich sage, weißt du, heute ist ein guter Tag und ich möchte viel Geld haben für meinen Sohn. Ich sage 10.000 Dollar, wie viel Bonus kann ich bekommen? Machst du mir ein gutes Angebot? Das kann ich nicht ablehnen. Sie können mit 10.000. Fangen wir von 1.000 an. Okay, oh, dann. Willst du mein Geld nicht haben? Und später. Drugi, du willst doch mein Geld haben. Mit 1.000 bekommen Sie einen Bonus von 200 US-Dollar, okay? Ah, oh, das ist ein guter Schnitt. Ja. Aber das ist Maximum, was können wir. Das ist Maximum-Bonus? Ja, mit 1.000, wenn. Überweisen Sie 1.000 auf Ihr Handelskonto, dann 200. Das ist unser Bonus, okay? Das können wir machen. Da musst du mir aber nochmal sagen, das IBAN, das beginnt mit MT. Das ist aber MT, ist aber nicht Norwegen. Es ist Malta. Malta? Nein, ich komme aus Norwegen, ja. Ach so, und wo ist Malta, Firma? Weil
In London, ich rufe Sie von, ja. Ach so, aus London. Und warum ist dein E-Mail hat russische Buchstaben? Nein, eigentlich. Welche russische Buchstaben? Oben bei Briefkopf, wo steht Adresse, Datum und Uhrzeit, das sind kyrillische Buchstaben. Bist du aus Russland? Nein, Dobrый natürlich nicht. Was bedeutet день. Das weißt du doch. Nein, ich Du weiß es nicht. bist aus Was meinen Russland. Sie? Gib's zu, ich hab dich erwischt. Arbeitest du für GRU? Arbeitest du für Ich verstehe FSB? nicht. Worüber sprechen Sie? Sie sagen, dass Sie kommen aus Deutschland und dass, ja, ich spreche deutsche Sprache, ja, mit Ja, Ihnen. aber du hast ja ein russisches E-Mail-Konto, was du benutzt. Bist du einer von Kadyrovs Internet-Trollen? Was meinen Ja, so wie ich das gesagt habe. Sie? Papaya Limited Bank, Okay, was dann ist das? jetzt. Ja, es befindet sich in Malta. In Moskau meinst du? Malta, kennen Moskwa. Sie es? Ein... Как дела, Okay, братан? Как дела? jetzt, wir werden jetzt Geschäft machen, oder? Wir werden ein richtiges Geschäft machen. Zieh mal dein T-Shirt aus, dann mache ich das stinkende Geschäft direkt auf deinen Brustkorb. Sollen wir das so machen für $200? Sag mir, was ist die beste Waffe? Jetzt hat er aufgelegt. Dieses miese Dreckspaktor. Malta Bank, russische E-Mail-Header. Dann merkst du, was das für ein Gesindel ist. Bah, vielen Dank fürs Zuhören, Freund. Ich gönne mir jetzt einen leckeren Holy Energy Kirsche. Das ist das Neueste im Sortiment. Wenn ihr mal gucken wollt, klickt auf den Link und viel Spaß beim Stoppen. Beim Stoppen und Shoppen. Jetzt verspreche ich mich hier genauso wie diese Betrüger-Idioten.